Teile eines Eis könnt ihr schon erkennen. Unterricht so gestalten, dass der Blick auf jeden einzelnen Schüler möglich wird und individuelle Förderung gelingt. Das ist das Ziel des Fortbildungsprogramms Vielfalt fördern, das unter wissenschaftlicher Leitung der Universität Münster vom Schulministerium Nordrhein-Westfalen und der Bertelsmann Stiftung entwickelt wurde. Die Fortbildung soll zukünftig allen interessierten Schulen in allen Regionen Nordrhein-Westfalens angeboten werden. Wir wissen, es kommt auf gute Lehrer an. Gute Schule ist guter Unterricht, der wird durch gute Lehrer gemacht. Und gute Lehrer brauchen Werkzeuge zum guten Unterricht. Eine Schule braucht eine Haltung, ein ganzes Kollegium muss sich auf den Weg begeben. Und dafür dient unsere Fortbildung Vielfalt fördern. Praxisrelevanter Input, Trainingseinheiten, die Umsetzung im eigenen Unterricht und Reflexionen über die Weiterentwicklung des Unterrichts, das sind die Kernelemente der vier Fortbildungsmodule auf dem Weg zu einer Schule der Zukunft. Die Pädagogik steht natürlich vor der Herausforderung, wegzukommen von den alten Mustern, die wir in Deutschland tradiert haben, nämlich, dass man eine Gruppe von Kindern vor sich sitzen hat, in denen zur gleichen Zeit das Gleiche passiert. Was ja nicht stimmt, und deswegen brauchen wir individualisierende Lerngemeinschaften, und dazu müssen wir natürlich die qualifizieren und begleiten dabei, die das Hauptgeschäft machen, und das sind die Lehrerinnen und Lehrer. Die vier Module der Fortbildung beschäftigen sich mit den Themen Teamentwicklung, Diagnostik und Didaktik. Die Kollegien haben die Möglichkeit, dabei eigene Schwerpunkte zu setzen. Eine Projektsteuergruppe an der Schule koordiniert die Fortbildung, die von erfahrenen Moderatoren geleitet wird. Wir geben den Lehrern ganz viel Zeit zurück. Das heißt, diese Zeiträume, die sie in der Fortbildung haben, können sie nutzen, um konkrete Vorhaben anzugehen. Und das ist wichtig, weil ansonsten der Eindruck entsteht, es kommt noch ein Schüppchen obendrauf. Und das schreckt viele Lehrer ab. Die Fortbildung an der Sekundarschule Kleve beginnt mit einem pädagogischen Tag. Ich hoffe, dass die Ideen, die wir so in unserer Schule haben, sich auch noch verstärken und dass wir das auch umsetzen können, was wir uns so vorgestellt haben. Wir haben gerade im Gespräch auch festgestellt, dass wir selber also zu unserer Schulzeit eben nicht individuell gefördert wurden und dass wir jetzt, denke ich, die Kinder dort abholen, wo sie sich befinden. Hierzu haben wir jetzt ein paar Punkte überlegt, die unsere Schule, hier die Sekundarschule, schon ausmacht, was die individuelle Förderung anbelangt. Das Kollegium beschäftigt sich mit dem Grundverständnis der Schule zur individuellen Förderung und zum Lernen. Dabei wird berücksichtigt, wo die Schule im Schulentwicklungsprozess steht. Wir als Lehrer sollten uns von den 7 Gs verabschieden. Die gleiche Lehrkraft unterrichtet die alle gleichaltrigen Schüler mit dem gleichen Material, im gleichen Raum, mit dem gleichen Ziel und den gleichen Methoden im gleichen Tempo. Das geht nicht mehr. Ja, wenn wir jetzt sagen, Stationen lernen, finde ich. In mehreren Kleingruppen arbeitet das Kollegium am Ist-Zustand der Schule, zum Beispiel in Sachen Teamarbeit und Unterrichtsentwicklung, und stellt die Themen zusammen, bei denen noch Entwicklungsbedarf besteht. Wir haben doch festgestellt, dass der Ist-Zustand, beziehungsweise dass wir doch einige schon, durchführen. Für mich ist das jetzt im Moment gut für unser Selbstbewusstsein. Ich sage, ja, wir sind auf dem Weg und wir sind schon ziemlich weit diesen Weg gegangen. Macht ein gutes Gefühl. Ich glaube, das Ziel, was wir als Schule haben, individuell zu fördern, kann ich wirklich nur erreichen, indem ich mich selber als Lehrer weiter und fortentwickle. Und dann ist, glaube ich, die ganze Arbeit den Lohn wert, den man hinterher hat. Das Thema von Modul 1 ist die Teamentwicklung im Kollegium. Eine Unterrichtsentwicklung mit dem Ziel, dass Schüler entsprechend ihren jeweiligen Fähigkeiten und Interessen besser lernen können, ist nur dann wirksam, wenn die Kollegen diesen Prozess gemeinsam angehen. Um die Arbeit verteilen und überhaupt noch schultern zu können, ist es nötig, dies auf viele Schultern zu verteilen oder mehrere Schultern zu verteilen. Das bedeutet, Teams an der Schule sind nötig. Das Ziel sind professionelle Lerngemeinschaften, die unterrichtliches Handeln reflektieren und weiterentwickeln. Dazu legen sie verbindliche Arbeitsweisen im Klassenteam fest. Die ist auf jeden Fall fleißig, ne? Sehr freundlich, höflich, ne?
Also was Benehmen angeht, super. Vom Wissen her ist sie auch oberes Niveau. Ich habe zum Beispiel, dass sie uninteressiert ist in vielen Dingen, und weil sie auch keine Eigeninitiative bringt. Die Klassenteams diskutieren, wie man Schüler in ihren Stärken unterstützen und im Hinblick auf Schwächen fördern kann. Schon früh geraten so Unterrichtspraxis und Entwicklungsbedarfe ins Zentrum der Fortbildung. Dass wir ihr klar machen, dass sie dadurch eben, so gesagt, noch mehr lernt und dass das vor allen Dingen positiv auch für ihre Note ist, ne, wenn sie anderen hilft. Ich finde es halt interessant, dass wir doch hier und da unterschiedliche Sichtweisen haben, aber unterm Strich doch das Gleiche rauskommt, dass wir merken, wir müssen doch was tun, um die Kinder noch mehr zu fördern. Schüler sollten also auch erkennen, dass Lehrer miteinander kooperieren, dass Lehrer miteinander arbeiten und dass eine Methode oder eine Verhaltensweise, eine Regel nicht nur in dem Fach Englisch gilt, sondern gleichzeitig in allen Fächern. Ein Baustein der Fortbildung auch an der Margot-Barnard-Realschule in Bonn ist der Entwicklungsschwerpunkt Classroom-Management als Vorbereitung auf das Thema kollegiale Unterrichtshospitationen. Also in der ganz orthodoxen Lesweise geht es aber eigentlich um nichts anderes als um alle Aktivitäten, die wir jeden Tag unternehmen, um eine Lernumgebung zu schaffen, in der man lernen kann. In einem Moderationscafé beschäftigt sich das Kollegium in unterschiedlichen Gruppen mit den häufigsten Unterrichtsstörungen in ihrem Schulalltag. Ich bin die ganze Zeit ruhig geblieben, dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe. Also das war wirklich toll. Ich glaube, was man unbedingt haben muss, ist die Fähigkeit, aus einem Konflikt auszusteigen. Ja. Das Wichtigste ist, dass man in ein Gespräch kommt, in Austausch. Die Lehrer haben ein volles Herz, die wollen sprechen, sprechen, sprechen. Auch über die Dinge, die vorfallen, die wirklich vorfallen. Und nicht das Weg-Euphemisieren, einfach wegwischen, die Probleme. Das Herzstück von Modul 1 sind kollegiale Unterrichtshospitationen. Heute hat Eva Strebel an der Sekundarschule Kleve Kollegen eingeladen, ihren Englischunterricht in der 5C zu beobachten. Ein wichtiger Baustein für die Verbesserung von Teamstrukturen im Kollegium. Wissenschaftliche Untersuchungen sagen halt auch, dass die Arbeit im Team den Unterricht weiter nach vorne bringt und eine größere Zufriedenheit auch für den Kollegen und ins Kollegium bringt. Und deswegen ist es halt wichtig, dass die Tür geöffnet wird, Kollegen reinkommen. Ich finde das jetzt eher sehr angenehm, dass es eben nicht so eine Benotungssache ist, wie das im Referendariat ist, wenn da hinten jemand drin sitzt, sondern dass das wirklich eine Hilfe sein soll. Das kann ich, glaube ich, ganz gut nutzen. Uns ist eben aufgefallen, dass wir noch mal besser darauf achten müssen, wie das mit den Regeln und Konsequenzen auch bei den Schülern so ist, also wie darauf eingegangen wird, wie die einhalten, ob die für alle klar sind. Good morning, everybody! Good morning, Mrs. Strebel! Also hier vorne seht ihr schon die drei Würfel, die die Niveaustufen angeben. Ihr sollt gleich, wenn ich zu Ende erzählt habe, nach vorne kommen und euren Namen unter den Würfel schreiben, bei dem ihr denkt, dieses Niveau möchte ich bei dieser Klassenarbeit schreiben. Na, wenn ihr sagt, Niveau 1 hat bisher gut geklappt, mache ich nochmal, dann fühle ich mich sicher. Oder in Niveau 2 schreibe ich immer nur Einsen, dann probiere ich doch jetzt mal Niveau 3. Na, dass ihr am Anfang der Stunde einmal einen Tipp abgebt für euch selbst, auf welchem Niveau ihr schreiben wollt. Ne, auf jeden Fall da auf den Blättern, kennt ihr mittlerweile auch schon oder solltet ihr kennen, da müsst ihr die fettgedruckten Wörter in den Lücken eintragen. Aber wenn ihr da nicht von selbst drauf kommt, steht hier oben immer drüber, auf welcher Seite im Buch ihr die Vokabeln findet, wo ihr nachgucken könnt. Dann würde ich sagen, fängt diese Seite einfach mal an. Name aufschreiben, dann wieder hinsetzen. Sucht euch bitte einen Partner auf eurem Niveau und sucht euch auch mit diesem Partner zusammen einen Platz, wo ihr zusammen arbeiten könnt. Grundvoraussetzung ist auch, dass alle Sachen, die jemand anderem gehören, für euch tabu sind. Na, die Kuscheltiere kommen sowieso mal weg vom Tisch. Arbeitest du mit dem Davian zusammen? Ja. Es ist auch gut, der Davian war ja so lange krank, ne? Ja. Dass, wenn der zwischendurch... dass du dem Davian vielleicht zwischendurch ein bisschen hilfst noch und erklärst, was wir gemacht haben, vielleicht nochmal ein Buch auch zeigst, ne, was wir gemacht haben. Mhm. Na, das ist in deiner Verantwortung. Ja.
dröhnte nur gerade etwas zu laut. Also versucht nochmal mit eurem Gegenüber, so leise wie geht, euch abzusprechen. Denn sonst wird das immer lauter. Der andere möchte das noch mehr übertrumpfen und dann schreien wir uns nachher alle an. Und das möchte ich nicht. Du bist nicht dran. Du lebst die Regeln mit deiner Person. Und ich finde, das stimmt überein. Bevor das per Person, Mimik, Gestik, deine Regeln ein. Die sind akzeptiert, also gibt ja keine Konflikte gegenüber diesen Regeln. Ich glaube, dass wir hier uns nur vorwärts bewegen können, wenn wir eng zusammenarbeiten. Dass die Schüler das spüren müssen, dass wir hier eng vernetzt sind im Lehrerkollegium. Ich nehme davon immer ein bisschen was mit. Hier und da gucke ich mir ein paar Sachen ab und versuche, die dann selber anzuwenden. Ich gehe mit einem positiven Gefühl raus, bin sehr dankbar für die Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Sehe das wirklich als Gewinn auch an, nochmal was von außen zu hören. Dann kombinieren wir das hier, dieses beides, ne? Verstärkerplan und Reflexionsgespräch. Die Fortbildungstage werden dazu genutzt, in den Klassenteams das Lernen der Schüler im Unterricht insgesamt, aber auch Entwicklungsziele und konkrete Maßnahmen für einzelne Schüler zu besprechen und weiterzuentwickeln. Mittlerweile genieße ich es einfach, dass ich nicht mehr alleine bin, sondern in einem Team unterrichten darf und auch da Rückfragen. Und jeder hat andere Wahrnehmungen über diesen Schüler. Und dieses zusammen ergibt eben halt eine Sicherheit. Wir merken aber immer mehr, es ist super wichtig, als Team zu agieren und an einem Strang zu ziehen. Und daran hat uns die Fortbildung auch noch bestärkt in der Richtung. Das Thema des zweiten Moduls ist die schulische Diagnostik. Vor der Planung, Durchführung und Evaluation von Fördermaßnahmen ist zunächst der Ist-Zustand zu klären, also zu sehen, wo der einzelne Schüler steht. Das hilft, Entwicklungsbedarfe zu erkennen und entsprechende Ziele festzulegen. Schulische Diagnostik sucht nach Möglichkeiten, wie Schüler erfolgreich lernen können. Im Grunde geht es da im Bereich der Professionalisierung um eine Überprüfung persönlicher Haltungen. Und dass man sich auch immer wieder bewusst sein soll, dass wir alle im Grunde genommen häufig sehr schnell wie der Hase vorverurteilen. Darauf aufbauen geht es dann, Fragen zu formulieren. Im Sinne von, das kann es sein, dass der Schüler deswegen bestimmte Verhaltensweisen zeigt, weil Schlafdefizit, ne? Ist auf jeden Fall vorhanden. Ja. In kleinen Arbeitsgruppen wenden die Klassenlehrerteams das Gelernte auf konkrete Beispiele aus ihrer schulischen Praxis an. Werden seine Interessen im Unterricht ausreichend berücksichtigt? Können wir auch so eine Frage wieder stellen. Ne? Kann es sein, dass seine Interessen im Unterricht nicht ausreichend berücksichtigt werden? Ja. Nee, kürzer. Kann es sein, dass er Probleme beim Erfassen langer Texte hat? Klasse 6b soll sich heute auf die Mathearbeit vorbereiten. Die Schüler schätzen sich selber ein und bestimmen das Niveau, auf dem sie üben wollen. Es gibt Checkliste Niveau 1 und Checkliste Niveau 2. Die Schüler wählen ihr Niveau zu den Themen Oberflächen, Maßeinheiten und Volumen. Darum geht es in der Mathearbeit nächste Woche. Die Schüler rechnen, sie vergleichen anschließend ihre Ergebnisse mit den Lösungen und schätzen ein, wie sie mit den Aufgaben klargekommen sind. Ich hätte gerne zwei Experten, die sich zur Verfügung stellen für die Oberfläche. Philipp und Daniel. Die weiteren Übungen übergibt Hans-Jürgen Richter an Schüler, die einzelne Themengruppen anleiten. Ja, also hast du das jetzt verstanden? Nicht so gut. Also, nochmal. Leon lässt sich vom Oberflächenexperten Philipp erklären, was er noch nicht verstanden hat. Es ist letztendlich eine Erleichterung, sodass man sich auch auf bestimmte dann schon mal auf einzelne Schüler konzentrieren kann und weiß, anderen wird auch noch was erklärt. Ich kann mich nicht fünf teilen. Und von daher erleichtert das Arbeiten. Das ist jetzt nur ein erster Entwurf. Die konkrete Aufgabe für das Kollegium an der Margot-Bannar-Realschule in Bonn, eine Vorlage zu erarbeiten für ein Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräch mit einer Vereinbarung, die alle am Ende unterschreiben. Dann könnte man hier unten ja einfach hinschreiben, unsere Vereinbarung oder Kontrakt und dann meinetwegen in Klammern, so wie es hier ist, ab hier füllen wir gemeinsam ein Gespräch aus, dann ist es auch klar. Ja, das finde ich eine super Idee. Wir haben bisher ein anderes Formular hier an unserer Schule für ein Elterngespräch, aber nie vorgeschaltet eine Reflexion über die Schüler und Schülerinnen. Und das haben wir jetzt mit dem Bogen im Grunde gestaltet. Irgendwie macht es Spaß, mal wieder so ein bisschen pädagogischen Push zu kriegen. Und da sich mal wieder irgendwie richtig mit Zeit und
guten Gedanken darauf einzulassen. Also ich finde, es gibt einen neuen Schwung. Im Zentrum der beiden Didaktikmodule steht die Frage, wie Unterricht in heterogenen Gruppen so gestaltet werden kann, dass alle Schüler ihre Potenziale entfalten können. Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem Modul Diagnostik entwickelt das Kollegium Ansätze für einen Unterricht, der alle Schüler aktiviert. Und das, man muss sich die jetzt nicht als Einzelhäuser vorstellen, sondern tatsächlich hier zusammenhängend. Im Geschichtsunterricht der 9b in Bonn lässt Michael Bohländer seine Schüler ein Modell der Industrialisierung bauen, mit Häusern, Fabriken, Landschaften. Dazu recherchieren die Schüler Baupläne und beschäftigen sich mit Recherchen zu Dichtern oder Erfindern aus dieser Zeit. Ich möchte nicht beschwören, dass jetzt der Lerneffekt direkt 200% besser ist. Aber er ist größer, die Auseinandersetzung ist intensiver. Die müssen sich in den Gruppen organisieren, was sie machen. Und mir gibt es dann die Möglichkeit, die ganze Zeit immer hin und her zu springen und zu gucken. Und ich muss kein einziges Mal vorne an der Tafel stehen und irgendetwas erklären. Besser als der normale Unterricht, besser als ein Portfolio, weil hier wird das alles veranschaulicht und wir lernen ein bisschen besser, konstruktiver. Ja, und halt auch im Team zusammenzuarbeiten. Wird das auch hier so gefördert in meinen Augen. Das simpelste Modell ist oft besser. Der Schwerpunkt der Didaktikmodule liegt auf den Formen des offenen, schülergesteuerten Lernens, in dem der Schüler zum selbstgesteuerten Lerner wird. Lernen planen, Lernen realisieren, Lernen reflektieren und Ziele setzen. Wenn das zum Beispiel ein Schüler erklärt, ja, dann ist das oft besser nachvollziehbar, weil der Schüler oder die Schülerin, die das erklärt, natürlich auch nochmal einen anderen Zugang hat, auch ein anderes Verständnis davon, wo denn die Barrieren liegen könnten. Das ist uns ja als ausgebildeten Lehrern oft nicht klar. Wo könnte denn da überhaupt der Knackpunkt sein? Differenzierende Aufgabenformate ermöglichen, den unterschiedlichen Lernständen und Lernvoraussetzungen von Schülern gerecht zu werden. War das nochmal mit den Krimi-Geschichten? Da war zum Beispiel, der fiel mir sofort spontan ein, als sie die Krimi. In Gruppen entwickelt das Kollegium Zusatzaufgaben, gestufte Aufgaben oder Blütenaufgaben für verschiedene Fächer, damit jeder Schüler Aufgaben erhält, die zu seinen Voraussetzungen und Lernbedürfnissen passen. Wenn man dann wirklich alle Niveaustufen, alle Schüler bedacht hat bei der Unterrichtsvorbereitung und der Unterricht dann besser funktioniert, hat man vielleicht am Anfang mehr Aufwand. Aber das holt man ja wieder rein durch die Zeit, die innerhalb des Unterrichts dann gewonnen wird. Die Kinder sind ja viel zufriedener dann. Ja, wir sind zufriedener, die Kinder sind zufriedener. Der Unterricht läuft dann auch viel besser. Ne? Für das Didaktikmodul 4 haben sich die Kollegien in Kleve und Bonn für den Themenschwerpunkt kooperative Lernformen entschieden. Wir haben bei den kooperativen Lernformen eine empirisch nachgewiesen höhere Schüleraktivierung. Also es geht darum, aus dieser traurigen Zahl von da sitzen 30, 35 Leute und vielleicht 10 Leute sind gerade geistig mit dabei, diese Zahl deutlich zu erhöhen. Jetzt ist die Frage, wie wir das in einer Klasse 5 einüben. Richtig? Klassen- und Fachlehrer der Jahrgangsstufe 5 überlegen, wie Gruppenarbeiten in Zukunft aussehen sollen, inhaltlich und organisatorisch. Alle Schüler sollen mitmachen, schon bei der Vorbereitung, zum Beispiel die Gruppentische aufzustellen. Das ist eine Kleinigkeit, aber so ist es zum Beispiel auch beim Stuhlkreisaufbau. Ja. Damit beginnt das soziale Training, damit beginnt Kooperieren. Das Problem ist halt, dass uns einfach die Zeit fehlt, um noch häufiger kooperativ zusammenzuarbeiten. Das muss sich halt weiterentwickeln. Im Prinzip auch, dass wir kooperativ lernen. Genau. Also ich denke mal, sonst ist man ja immer ein bisschen Einzelkäfer. Und jetzt, ich sag mal, jetzt die Stunde, die wir hier gesessen haben, haben wir auch kooperativ gelernt. Also am eigenen Leib ist nochmal nachempfunden, dass ich nicht alles mehr einzeln erarbeite. Wenn wir überlegen, was auf uns zukommt, also auch mit was wir auch an unterschiedlichen Schülern demnächst aufnehmen werden, also in der Vielfalt, dann ist Kooperation unablässlich. Und ich denke, das ist sicherlich angestoßen worden, und das, weil wir es einfach jetzt getan haben in dieser Fortbildung. Nach knapp 2 Jahren ist die Fortbildung an der Sekundarschule Kleve zu Ende. Auch das fachliche Lernen ist durch Vielfalt fördern gestärkt worden. Unter anderem durch die Einführung differenzierender Aufgabenformate in den Fächern. Zudem konnten die Kolleginnen und Kollegen im Rahmen der Fortbildung fachgruppenspezifisch arbeiten.
Den Prozess werden wir auf diese Art nur schaffen können, indem wir immer mehr die Kinder zur Selbstständigkeit erziehen. Und dann wird der Lehrer der Berater, den er eigentlich sein soll, und hat Zeit eben für Diagnose und für individuelle Förderung und Maßnahmen. Für mich war wichtig, einmal die Möglichkeit, in den Teams intensiv zusammenzuarbeiten. Und in der letzten Phase einfach, wir haben ja zum Lernbegleiter, wir haben unseren Lernbegleiter ja überarbeitet und haben, denke ich, doch einiges für unsere Schule dann geschaffen. An der Margot-Barnard-Realschule in Bonn hat sich das Kollegium vorgenommen, an bestimmten Themen verstärkt weiterzuarbeiten. Zum Beispiel an einer Veränderung des Stundentaktes und an kooperativen Lernformen, auch nach dem Ende der Fortbildung. Meine Hoffnungen haben sich erfüllt, weil wir einfach ganz viel Anregungen bekommen haben. Und das, was mir ja, als wir das Angebot sahen, sofort gefallen hatte daran, war ja, dass wir als Kollegium zusammenarbeiten. Und gerade das war ja das Entscheidende, dass wir als gesamtes Kollegium darüber nachdenken, wie sich Schule entwickelt. Es ist schön zu sehen, zu sehen, wie die Schüler miteinander umgehen, wie sie Dinge erarbeiten. Man kann besser helfend eingreifen, man kann sich mit einigen Schülern individuell besprechen, ihnen helfen und die Schüler natürlich auch unter sich. Und im Moment ich merke, dass das Unterrichten leichter wird, aber effektiver. Ich glaube, dass diese Schule in vielerlei Hinsicht profitieren wird. Also durch die Veränderung des Unterrichts, was sich herumspricht, auch in der Elternschaft, werden sich die Anmeldezahlen unter Umständen verändern. Da werden ganz viele Effekte, die vielleicht mittelbar sind, eintreten und die vielleicht das gesamte Schulsystem hier nochmal verändern und einem neuen Schub geben. Und auch die Schüler merken, dass sich schon im Verlauf der Fortbildung an ihren Schulen etwas ändert. Also sie sind ja jetzt schon Lehrer, aber sie wollen halt noch mehr erreichen, sage ich mal so. Sie wollen halt eine weitere Fortbildung und ich finde es halt ganz gut von deren Seite, dass sie halt noch mehr erreichen wollen, als sie schon erreicht haben. So lernen wir auch was Neues für unser Leben. So, also für die Zukunft, also, weil die Lehrer können uns ja nicht immer dasselbe beibringen. Also wir müssen ja auch was Neues uns beibringen. Ich finde das gut, damit die Lehrer auch was, also sehen, dass wir Kinder dadurch auch dann mehr lernen können. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir Gruppenarbeiten machen und das ist ein Thema, was in der Arbeit vorkommt und der Lehrer dann sieht, dass die ganze Klasse gut da drin ist, dann sieht der Lehrer, dass er was Gutes gemacht hat.